Hey Leute, ich glaube, ich habe noch nie ein Technikprodukt erlebt, was auf den ersten Blick so unscheinbar und auf den zweiten so besonders wie die TicWatch 3 Pro, die wahrscheinlich beste Android Wear Smartwatch, die es gibt. Ich empfinde das Design als unscheinbar und etwas basic. Es ist nicht wirklich was Besonderes. Leicht sportlich vielleicht, aber das vorinstallierte Silikonarmband soll wie Leder wirken, also ich weiß auch nicht. Das Gehäuse besteht vollständig aus mattschwarzem Aluminium, die Unterseite aus Kunststoff und es gibt zwei Knöpfe an der Seite, leider jedoch ist keiner davon eine drehbare Krone. Wasserfest ist die Uhr auf IP68, also zum Schwimmen geeignet. Das Display ist ein rundes OLED-Panel, sieht im ersten Moment aber gar nicht mal so gut aus. Schwarz ist mehr so grau, Farben etwas milchig und das Schutzglas auch ziemlich dick. Doch wenn man dann genauer hinsieht, boom, mindblow. Das ist ein transparentes Display über dem Display. Es ist die Art Display, die gewöhnliche Digitaluhren haben und kann ebenso wie diese auch nachts leuchten. Sollte man davon kein Fan sein, kann man das natürlich auch deaktivieren. Der große Vorteil ist aber, dass es praktisch keinen Strom verbraucht und immer an ist. Der Nachteil, die Bildqualität des eigentlichen Displays leidet darunter und das kann man nicht umgehen. Ich konnte mich daran gewöhnen und nach merkt man, dass das OLED-Display trotzdem ein sehr gutes ist. Schön scharf mit 450 auf 450 Pixel, sehr hell und reagiert super auf Eingaben. Auf jeden Fall ein verrücktes Konzept das alles, aber auch ohne wäre die Smartwatch besonders gewesen, weil es die erste ist mit dem neuen 4100 Prozessor von Qualcomm. Der ist 150% schneller, was die Grafikleistung angeht, 85% schneller, was die CPU angeht und dabei sogar noch 25% energiesparsamer. Das zusammen mit 1 GB RAM führt zu einem Wear OS, das so läuft, wie man sich das wünscht. Mann, das war aber auch überfällig. Jetzt kann man endlich die Stärken des Systems schätzen lernen. Ich mag, wie minimalistisch der Aufbau ist und dass man das gut auf einem kleinen Display bedienen kann. Die Widgets rechts vom Zifferblatt sind praktisch und das Lesen von neuen Nachrichten ist schnell getan und man kann auch auf die antworten. Toll ist auch, dass es Google Maps, den Assistant und natürlich auch Google Pay gibt. Da schaut man bei anderen Android Smartwatches in die Röhre. Außerdem hat die TicWatch ein paar eigene Apps. Sei es das Schlaftracken, das wirklich sehr umfangreich ist, eine Erinnerung, dass man nach einer Stunde Sitzen sich mal wieder bewegen sollte, oder das große angesagte Feature von 2020, Blutsauerstoff. Die Apple Watch Series 6 erkennt das ganz okay. Die Galaxy Watch 3 regelrecht schlecht, aber die TicWatch, die ist den beiden um Jahre voraus. Nicht nur ist sie sehr, sehr genau, die Messung geht auch kurz und schlägt nie fehl, während das bei den anderen immer ein Problem war. Deswegen misst sie auf Wunsch auch fröhlich den ganzen Tag lang neben dem Puls und den Kalorien den Blutsauerstoffgehalt. Aber nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Die Auswahl der Zifferblätter hat mir nicht so sehr zugesagt und man kann sie auch kaum anpassen. Bisher haben mir da nur Motorola und Skagen gefallen, weil Drittanbieter vom Play Store auch aussehen wie Drittanbieter vom Play Store. Sehr positiv überrascht wurde ich vom Akku. Wann immer ich nachgesehen habe, hatte ich mehr Akku als erwartet. Das ist das erste Mal, dass sich das über eine Android Wear Uhr sagen lässt. Der neue Snapdragon 4100 soll 25% stromsparender sein, aber mir kam es eher so vor, als wäre doppelt und dreifach so sparsam. Vielleicht hängt es mit dem ungewöhnlichen transparenten Display zusammen, aber selbst wenn man das nicht benutzt, also das normale Display immer an ist und alles Tracking anhat, kommt man trotzdem über 2 bis 3 Tage. Morgens nach einem Wochenende ohne Aufladen mit 35% Akku aufzuwachen und zu wissen, dass das easy für den ganzen Tag reicht, ist ein ganz neues Lebensgefühl bei Android Wear. Die Ladelösung ist dafür umso komischer, kein Wireless Charging oder ein komfortabler Puck, sondern dieses kleine Ding, was über Metallpins relativ langsam auflädt. Fazit, das hier ist die durchdachteste, bestfunktionierendste Android Wear Smartwatch auf dem gesamten Markt. Sie ist nur leider nicht so ganz mein Style, gar nicht so schlimm allerdings, wenn man bedenkt, dass der 4100 Prozessor ja auch in andere Smartwatches kommen wird und der gesamten Szene wieder das nötige Leben einhaucht, was sie konkurrenzfähig zur Apple Watch macht, nur in günstiger, denn 300 Euro empfinde ich persönlich als einen sehr fairen Preis für das Gesamtpaket, was man hier bekommt. Die letzte Hausaufgabe, die jetzt noch zu erledigen wäre, wäre endlich mal ein gescheiter Vibrationsmotor. Das war's von mir, macht's gut, bis bald, ciao.